Im September auf der Waldbühne Schwarzenberg hieß es, das gibt's nur einmal, als Heinz Quermann seine 1732. Schlagerparade moderierte. Gemeinsam mit Dagmar Frederik und Petra Kuschlück präsentierte der beliebte Entertainer neue Hits und erinnerte an altbekannte Melodien. Im Nachmittagsprogramm ihres MDR-Fernsehens gab es schon einen zweistündigen Zusammenschnitt dieser Supershow. Fans gerieten ins Schwärmen. Wegen der großen Resonanz und vieler Zuschaueranfragen zeigen wir sie noch einmal, aber in voller Länge. Denn das gibt's nur einmal. Die Abschiedsgala für Heinz Quermann. Leute, oh hallo, Leute, es ist wunderschön, Sie heute hier zu sehen. Es tut so gut, Leute, einfach gut, Leute, und der größte Wunsch ist, dass wir uns hier gut verstehen. Jetzt holen wir Luft, Leute, richtig Luft, Leute, denn in Kürze geht sie los, die bunte Show. Mit Musik, die Ihnen Freude bringt, wenn sie heute hier erklingt, ab die Post, auf dass die Show gelingt. Herzlich willkommen, liebe Gäste hier in der wunderschönen Waldbühne in Schwarzenberg. Und auch Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen allen, die uns jetzt zuschauen beim MDR und B1. Unsere Fanfare hat es bereits gesagt, das gibt's nur einmal. Und ich denke, das ist schon einmalig, dass über 40 Künstlerkollegen angereist sind, um einen Mann zu feiern. Einen Mann, der Unterhaltungsgeschichte geschrieben hat, der viele Talente gesucht und gefunden und sie zu Stars gemacht hat. Genau. Und wir feiern eine Hitparade mit der Dauer von 36 Jahren und 3 Monaten. Ist das einmalig ist auch, dass es immer der gleiche Moderator war. Ist das ein Grund zum Feiern? Dankeschön, Dankeschön. Noch gar nichts gemacht und schon Blumen. Hallo, liebe Schlagerwie-Freunde, herzlich willkommen zur 1732. Folge. Und ich musste erst 75 Jahre alt werden, um einen so schönen Rahmen zu bekommen, wo ich hier jetzt drin stehe. Dagmar Frederik, Petra Kuschlick. Lieber Heinz Quermann. Weißt du, Heinz, wenn wir heute schon so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, da fällt mir eins ein. Und zwar der erste Auftritt, du und ich hier in Schwarzenberg. Es waren 30.000 Menschen hier und vor lauter Schreck ist mir die Sprache weggeblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte den Text vergessen, aber wer Heinz kennt, der hat geredet und geredet, bis ich den Faden wiedergefunden hatte. Und das hat wahrlich lange gedauert. Ja, und zwischendurch hat er noch ein bisschen gewählt, aber das war auch ja ganz klar. Ich habe es ein bisschen kleiner genommen, Mitte der 60er Jahre, Heinz Quermann, der Talentevater auf Talentesuche im ganzen Land, natürlich auch in Eberswalde, in meiner Heimatstadt. Es waren nur 300 oder 400 Leute im Saal. Ich habe gesungen. Nach dem großen Auftritt kommt Heinz und sagt, Mädel, deine Stimme ist schön, aber Schlager, nee, nee, studiere du lieber, du musst ein Mozart-Sopran werden. Ja, ein Glück, dass ich das, dass ich es nicht gemacht habe. Das war das einzige Mal, dass er nicht auf mich gehört hat. Dafür danke ich dir heute noch, mein lieber Heinz. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie uns jetzt beginnen mit unserer Riesenfete. Ja, und zwar mit einer Sängerin, die in Zwickau geboren wurde. Ja, und als Schülerin, ja, das ist, sie kommt sofort.
Als Schülerin hatte sie Herzklopfen kostenlos, sang ein französisches Chanson. Die Jury und ich, wir waren einer Meinung, das Mädel wird was. Das hat sie uns allen ja dann auch ganz rasant bewiesen. Und sie gewann viele, viele Festivals. Vor wenigen Monaten feierte sie ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Und wir begrüßen Regina Tutz. Liebe Regina, danke schön. Johann, sag mal, wer waren eigentlich die musikalischen Betreuer deiner Schlagerrevue? Ja, also angefangen hat es mit Siegfried Meyer und Gerd Honig, zwei erfolgreiche Komponisten und Orchesterleiter. Und wie ging es dann weiter? Sag mal, und 1958, glaube ich, kam dann Walter Kubitschek hinzu. Hm? Ja. Der hat ja für mich einen ganz großen Titel geschrieben, vielleicht können Sie sich noch erinnern. Was halten Sie vom Tango? Ja, und die letzten 25 Jahre betreute mich mein Freund Siegfried Jordan 25 Jahre. Dafür müsst ihr heute noch einen Orden kriegen. Na, dann senden wir einfach einen Gruß nach Haus aus Schwarzenberg. Aus Schwarzenberg. Heute die 1732. Schlagerrevue betreut musikalisch Uli Brandt. Und ja, der hat einen Riesenapplaus verdient. Das war nämlich eine irrsinnige Arbeit. Uli, der Applaus ist jetzt für dich. Ja. Und hier, meine Damen und Herren, kommt jetzt ein Kollege, der viele, viele Jahre erfolgreich war und Gott sei Dank immer auch noch ist. Wir freuen uns auf Erhard Jutzer. Jawohl.
Glaub mir, nie ist es zu spät. Oh, endlich Hand in Hand durch diese Welt zu gehen. Stundenlang und du denkst nach, hast du irgendetwas falsch gemacht, aber tröste dich an mir. Wer hat ein Herz, das nie bricht, verliert nie sein Gesicht, wer davon frei sich spricht, der hat doch niemals geliebt. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never cry. My love for you never die. Irgendwann hast du satt und du gehst durch die Stadt, kannst denen in die Herzen sehen, die vorübergehen. Wer hat ein Herz, das nie bricht, verliert nie sein Gesicht, wer davon frei der hat doch niemals geliebt. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never cry. My love for you never die. Wer hat ein Herz, das nie bricht, verliert nie sein Gesicht, wer davon frei sich spricht, der hat doch niemals geliebt, der hat doch niemals geliebt. Sag mal, mein lieber Heinz, wann willst du eigentlich wieder heiraten? Wie soll ich denn das? Ihr beiden seid doch vergeben. Na Moment mal, es gibt ja nur auch noch andere Damen, schau dich doch um. Andere Damen, das ist nicht mal Hella von Sinnen ist noch frei. Ja, das ist natürlich Pech für dich, das gebe ich zu. Aber jetzt kommt eine echte Jugendliebe von mir. Mhm. Also, freust du dich jetzt auf die Sängerin oder auf das Lied? Na Petra, wie ich unseren Heinz kenne, auf beides. Das ist allerdings wahr. Das war damals schon ein Riesenhit. Und ist längst ein Evergreen geworden, ein und super Evergreen. Den singt uns jetzt Ute Freudenberg. Jugendliebe bringt den Tag, wo man beginnt, alles um sich her ganz anders anzusehen. Haha, lachen trägt die Zeit, die unvergessen. Kinder, die am großen Geschehen keinen Gedanken verlieren. Und kaum aus dem Haus streift mich ganz zärtlich ein Blick.
Kommt hier ein Mann, der zwei ganz vier wichtige Markenzeichen hat. Das eine ist eine wunderbare, sonore Stimme, das zweite ein ganz großes Herz. Mit seinem Geburtstagslied haben Menschenmassen ihren Ehrentag viel schöner verbringen können. Mit seinen beiden Frauen, Adida und Norina, ist er als Lind Family unterwegs und macht nach wie vor, wie immer, vielen, vielen Menschen Freude. Hier ist Robbie Lind! Thank you.
Der Name der nächsten Sängerin steht für große Melodien, aber sie singt die ganz genauso gut wie Chansons, wie Pop und wie Kinderlieder. Und immer wenn ihr Name im Programm steht, dann weiß man, es kommt etwas ganz Besonderes. Begrüßen Sie ganz herzlich Eva Maria Pickert. Kann nicht sagen, wie es kam, es war an jenem Tag so sehr kalt und nass, da standst du vor mir, deine Augen sahen mich an und ich merkte dann, etwas war geschehen, seltsam und doch schön. Ja, meine Damen und Herren, von dem nächsten Sänger wird ja behauptet, er konnte schon in der Wiege singen. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Er gehört nämlich zu meiner Familie. Also, seine Mutter ist die Schwester von Roland Neudert. Und Roland ist also der Onkel und ich bin die Tante. Ich muss gestehen, dass ich meinen Neffen sehr selten angesagt habe. Ich freue mich auf ihn. Hier ist Peter Ehrlicher. Leise flüstert der Wind, sei nur alte Sinn von Sehnsucht und Liebe, und ich sing leise mit. Stille liegt über dem See, in Träumen verliebt lieg ich neben dir. Über uns glitzern die Sterne und du rückst näher zu mir. Bilder von glücklicher Zeit ziehen an meinen Augen vorbei. Wenn Zärtlichkeit irgendwann endet, dann fängt sie erst an für uns zwei. Wenn es den Himmel gibt, musst du ein sein. So wie du bist, so wie du küsst im Sternenschein. Wenn es den Himmel gibt, muss er nahe sein. Das, was ich fühl, ganz tief in
bist, so wie du bist, im Sonnenschein. Wer es den Himmel gibt, muss genau sein. Das, was ich fühl, ganz tief in mir, ist der Himmel mit dir. So wie du bist, so wie du küsst, im Sternenschein. Wer es den Himmel gibt, muss er nahe sein. Das, was ich fühl, ganz tief in mir, ist der Himmel mit dir. Danke. Die Kollegin, die ich Ihnen jetzt ansagen möchte, die hat bei Heinz Quermann in der Schlagerrevue ganz lange Zeit offensichtlich die ersten Plätze Abonnierte gehabt. Aber die hat was ganz Kluges gemacht. Sie hat nicht nur die Liebe in ihr Haus geholt, sondern damit auch gleich ihren Komponisten. Und der Mann hat für uns alle viele schöne Titel geschrieben, nämlich Hans Kunze. Ich denke nur an meine Kinderaugen, an alles, was die Liebe sagt, an Schneeweiße Boot und für viele, viele Kollegen. Und hier ist Marina Wilz. Danke, Marina. Dankeschön. Petra, guck mal, was ich hier habe. Das gibt's ja nicht. Dagi und Siegfried, du hast gelacht. Komm, ich halte die Platte in meine Kamera. Könnt ihr sehen? So etwa so, ja? Geht das so? Ist ja immerhin ein Vierteljahrhundert alt, diese Schallplatte.
Jana, und das gehört unbedingt hier in unsere Sendung. Na klar, du sagst es zumal ja Siegfried Ulenbrock als Komponist und Partner von Dagi ebenfalls zugegen ist. Ja, aber er stellt sich erstmal solistisch vor. Herzlich willkommen, Siegfried Ulenbrock. Ja. Das ist immer noch ein schönes Lied. Ich habe eine Gänsehaut. Es ist toll. Wie ihr schon eben gesagt habt, als wäre überhaupt nicht so viel Zeit vergangen. Ja, das ist wahr. So, nun muss ich sagen, ich fand es toll, dass ihr den Titel noch so drauf habt. Naja, das gehört... Wenn man mal was so im Herzen hat, dann kann man das immer. Das weißt du, alter Profi, doch viel besser als ich. Der Titel, den uns jetzt die nächste Sängerin singt, der ist vor ungefähr 10 Jahren bei Amiga rausgekommen. Richtig. Und diese Künstlerin ist in Warnemünde geboren und gastierte in gut 2 Dutzend Ländern. Ihr Motto war und ist heute noch, meine Welt ist die Musik. Und immer gepaart mit etwas Poesie. Und hier ist Vera Schneidenbach. Jawohl. Am Himmel Sterne blühen, die Zauber kann ich.
Petra, bitte. Die Fotografen stehen doch alle hier unten, aber hinter uns noch? Steht ein Fotograf. Guck dir das doch mal an. Der will uns von hinten, hinter dir, hier auf der Brücke. Der will uns von hinten fotografieren. Kenn ich doch nicht. Guck doch mal genau hin. Ich glaube, bei mir fällt der Groschen. Bei dir fällt der Groschen? Kennst du den Fotografen? Hier. Was, Boxer? Boxer. Wolfgang Behrendt, unser Olympiasieger, der erste von 1956. Herzlich willkommen in Schwarzenberg. Nein, zum Beispiel hier. Wolfgang. Lieber Heinz. Herzliches Dankeschön, dass du da bist. Du hast mich zwar nicht entdeckt, aber mich auch nie übersehen. Und sag mal eins. Und im Namen auch, glaube ich, aller dieser vielen Zuschauer möchten wir dir nochmal danken für deine vielen schönen Sendungen und dir weiterhin viel Erfolg wünschen. Danke dir schön, Wolfgang. Sag mal, lieber Wolfgang, seit wann gibt es einarmige Boxer oder einarmige Fotografen? Einarmige Geiger, aber ja und Trompeter. Ah, jetzt hören wir ein kleines Ständchen für Heinz den Quermann, ehrlich? Na los. Eine gelungene Überraschung. Und Heinz, ja. Es wird auf dich einiges noch zukommen. Das fürchte ich auch, ja. Ich nicht nur schon. Von mir, sondern auch von den Ämtern als angehender Rentner. Und damit du dich gut verteidigen kannst, ein kleines Andenken in Rot. Ich danke dir. Vielen Dank, Wolfgang Behrendt. Danke, Wolfgang. Das ist es. Viva. Jetzt müssen wir uns natürlich total vorsehen hier. Also wenn einer von uns nachher mit dem blauen Auge rauskommt, dann hat er den schon ausprobiert. Und wir, meine Damen und Herren, freuen uns riesig auf unseren nächsten Gast. Sag mal, ist es nicht der, von dem Heinz immer behauptet, es ist sein Sohn? Na ja. Also, dann hätte ja Heinz wesentlich mehr Enkel, oder? Ja, das glaube ich auch, aber drei genügen mir völlig. Ich bin auf alle drei wahnsinnig stolz. Und er singt natürlich wie immer jedes Lied zum richtigen Zeitpunkt. Und heute Nachmittag singt er keine Fete ohne Knete. Ja, aber erstmal heißt es, Gott sei Dank ist sie schlank. Ja, das ist alles was für Herren mit Bäuchlein. Genau. Hier ist Achim Menzel. Achim, Gott sei Dank, Dank, Dank ist sie schlank, schlank, schlank. Prominenz bei Kaviar und bei Shampoos amüsierte, gab ich ihr selbst ein Fest für meine Fans und gab mein letztes Geld für ein Kasten Bier aus. Kaum war der Lehrmann meine Fans zur Tür raus. Oh je! Keine Fete ohne Knete, fällt's doch schwer, das einzusehen. Wenn man knete, wäre das Leben doppelt
jährliche Betriebsfest soll gerade starten. Da sagt der Herr Direktor, wie ich sehe, könnt ihr Sekt, Wein und Cognac kaum erwarten. Doch gibt's stattdessen heute nur Kräutertee. Denn ich bin finanziell total am Ende. Drum bin ich jedem um eine kleine Spende. Na? Keine Feten ohne Feten. Fällt's auch schwer, das einzusehen. Wenn man Feten haben Feten, wäre das Leben doppelt schön. Fest entschlossen, als ihm Dolores tief ins Auge sah. Den Polterabend hat er schwer begossen, doch morgens gegen 12 sprach die Mama: Schlaf weiter, denn die Braut ist längst entkommen und hat auch gleich dein Sparbuch mitgenommen. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Jawohl, ja! Keine Fäden ohne Fäden. Fällt's auch schwer, das einzusehen. Wenn man Täten haben Täten, wäre das Leben doppelt schön. Keine Täten ohne Täten. Fällt's auch schwer, das einzusehen. Wenn man Täten haben Täten, wäre das Leben doppelt schön. Ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Gabi Rückert. Für uns auch.
So, und jetzt kommt für mich ein Freund, ein guter Freund. Er ist vielseitig in seinen Titeln, von der heiteren Oper über Musical bis zum Schlager. Und nun etwas sehr Wichtiges, Dieter Thomas Heck sagte neulich, die Ostsänger sind besser ausgebildet. Und das trifft... Und das trifft auch auf ihn zu, auf Peter Wieland. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Fan, den's gibt. Heinz Quermann, danke. Und ich soll Grüße ausrichten von 100.000 Senioren, von den Senioren vom Reiseclub. Hier sind welche da. Achtung! Ja, la, 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 la. Der alte Wolf hier ist ganz schön grau. Er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Er auch, der alte Wolf, heult nur noch Moll. Er hat von mancherlei schon längst die Schnauze voll. Der alte Wolf ist ganz schön grau. Nun will er friedlich sein und lieb zu seiner Frau. Der alte Wolf, dem wird jetzt klar. Heute sind die jungen Wölfe das, was er mal war. Aber wer Liebe kennt, dieses uralte Spiel, ja, der kommt auch in Grau immer wieder ans Ziel. Und trägt er auch den Schafspelz, denkt jeder daran. Wolf bleibt Wolf, Schaf bleibt Schaf, Mann bleibt Mann. Der alte Wolf läuft wieder fremd, mit engen Jeans und einer Fliege auf dem Hemd hier. Der alte Wolf sucht wieder Glück, ach was, doch er kehrt viel zu schnell in seinen Bau zurück. Aber wer Liebe kennt, dieses uralte Spiel, ja, der kommt auch in Grau immer wieder ans Ziel. Und trägt er auch den Schafspelz, denkt jeder daran, Wolf bleibt Wolf, Schaf bleibt Schaf. Mann bleibt Mann, der alte Wolf ist ganz schön grau. Er kennt die Schliche dieser Welt schon sehr genau, der alte Wolf. Heult nur noch Moll. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll. Er hat von allen schönen Frauen. Nee, das muss ich hier erklären, ey. Noch lange nicht die Schnauze voll. Jawoll, Dankeschön. Ja, ja, der Peter, das Küssen und das Singen, das versteht er. So, jetzt haben wir wieder eine Sängerin von der Waterkanz, genauso wie die Vera. Obwohl ihr erster großer Erfolgstitel ein Cowboy-Titel war. Warum auch nicht? Und auf ihrer Amiga-LP steht, so bin ich und so blieb ich. Hoffentlich habe ich das hier richtig ausgesprochen, sonst darf ich nie wieder an der Ostsee kommen. Auf der Rückseite der Plattenhülle steht, sie hat einen vitalen Spaß daran, mit ihren Liedern dem Publikum Freude zu machen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Hier ist sie mit dem alten Hut von Jerry Flynn, auch heute noch modern getragen und gesungen, von Mary Halfrath. Denn Jerry Flynn hat eben Glück auf der Prärie.
Topf und Tassen, lauwarm, kalt und heiß. Ohne Wasser keine Schiffe, keine Seefahrt um die Welt. Ohne Wasser gibt es keine Gels, Wasser fällt. Ein Glück, dass wir das Wasser haben. Wasser im Meer, Wasser im Bass, Wasser zum Waschen, Wasser zum Baden. Ein ungeheuerlichen Nass. Wasser gibt's in Ozeanen und in kleinsten Flüssen. Wasser gibt's als weiße Flocken und Gefühlerguss. Wasser mögen kleine Fische und auch große sehr. Woher kämen sonst beim Schwimmen die Medaillen her? Oh, ein Glück, dass wir das Wasser haben. Wasser im Meer, ja. Wasser im Bass, Wasser zum Waschen, Wasser zum Baden. Ein Hoch dem herrlichen Nass. Und nochmal von vorne. Ein Glück, dass wir das Wasser haben. Wasser. Meine Damen und Herren, wer erinnert sich nicht an den Auftritt des 1,98 großen Sängers 1979 beim Schlagerfestival? Es flossen Tränen, weil er den ersten Platz belegt hat, und zwar mit dem Lied Sag ihr auch, ich lieb sie immer noch. Ich glaube, ein Glücksmoment, den er garantiert nie vergisst. Herzlich willkommen hier in Schwarzenberg, Gert Christian. Mit dir glücklich sein.
Dankeschön. Ach ja, also ich staune und freue mich darüber, dass trotz des miesen Wetteranfangs dann plötzlich waren sie da. Ach, das kann man euch ja. Dankeschön. Immer wieder Dankeschön, möchte ich nur sagen. Aber ich habe gerade vorhin dran gedacht, wenn ich in Berlin bin, dann fahre ich sehr oft nicht mit dem Auto, dann fahre ich mit der S-Bahn. Ich? Neulich steige ich hinter mir so ein älteres Ehepaar ein, habe ich gehört, wie sie sagt, guck mal, Otto, der Quermen, der fährt mit der S-Bahn. Dem haben sie auch einen Führerschein abgenommen. Bis dahin konnte ich ja noch lachen, aber nur er. Verstehe überhaupt nicht, warum die Künstler so viel saufen müssen. Also damit können sie mich nicht gemeint haben und vor allen Dingen auch nicht die Sängerin, die jetzt zu uns hier herauskommt. Vor 20 Jahren erschien ihre erste Amiga-LP und auf der Plattenhülle konnte man lesen, auch für sie war Herzklopfen kostenlos ein entscheidender Schritt in Richtung Funk und Fernsehen. Wenn man zu jemandem sagt, du hast einen Vogel, das ist das eine Beleidigung. Sagt man aber, du hast einen kleinen Vogel, dann ist das ein ganz großer Evergreen geworden, denn das ist dann positiv. Denn mit dieser Melodie gewann sie den ersten Preis 1977 beim Schlagerstudio einmal im Jahr. Kleiner Vogel, wo singst du heute? Hier in Schwarzenberg, Monika Herz. Und er sang, seine Melodie. Keine Nachbar, ruft mit dem dazu.
meine Damen und Herren, der nächste Gratulant ist ein ganz bescheidener, sensibler junger Mann. Er schreibt nicht nur für sich, sondern kümmert sich auch um viele Kollegen. Und in der Zeit, als es für uns alle ein bisschen ruhig wurde, hat er sich nicht etwa aufs Bärenfell gelegt. Nee, er hat so ganz nebenbei in Südafrika mit seinen Titeln Gold und jetzt sogar Platin geholt. Hier ist Uli Schwinge. Manchmal stehe ich unter Tränen. Meine Damen und Herren, wenn man bei der nächsten Sängerin von einer unverkennbaren Stimme spricht, dann trifft das genau den Nagel auf den Kopf. Mit ihrem Lied Die Lichter im Hafen startete sie bei Heinz Quermann in der Schlagerrevue und landete sofort auf Platz 1. Das ist einige Zeit her, aber alle Fans von ihr werden sich freuen, denn ihre neue CD ist auf dem Markt. Michael Hansen hat für sie einige schöne Titel geschrieben. Einen davon werden wir heute hier in Schwarzenberg hören. Herzlich willkommen, Helga Zerrenz! Die Lichter im Hafen schicken dich heute auf große Reise. Thank you.
Mann schon verzieht. Sehnsucht macht dir ein Bild, so bunt und schön. Du siehst euch beide durch einen Sonnentag gehen. Wie viel Träume gehen nachts auf Reisen. Ist es schwer, aus einem berühmten Schatten herauszutreten. Der Vater dieses jungen Mannes, den ich Ihnen jetzt ansage, hatte viele, viele erste Plätze in Heinz Quermanns Schlagerrevue, Gerd Natschinski. Wenn man heute aber in der Unterhaltung von Natschinski spricht, dann meint man Thomas. Er hat es mit einer unglaublichen Kontinuität und mit einer Sensibilität geschafft, sich einen eigenen, ganz festen Namen in diesem Genre zu machen. Er hat viele wunderschöne Titel geschrieben für Thomas Natschinski natürlich, für Gabi Rückert, für Jürgen Walter und auch für mich. Und er hat ganz viel für Kinder geschrieben. Und da wir ja an diesem Wochenende den Weltkindertag feiern, ist er nochmal so wichtig heute hier für uns. Hier ist Thomas Natschinski. Mir fehlt weiter nichts zum Glück, denn ein Tischlein ist mein Freund. Trag's auf meinem Rücken durch die Welt. Mir fehlt weiter nichts zum Glück, bin hier Wirt und Gast zugleich. Wo es mir gefällt, wo es mir gefällt, Tischlein deck dich, Tischlein deck dich.
heute nichts zum Glück. Bin ganz schwach und stark zugleich. Und immer nett und immer nett. Dankeschön, lieber Thomas. Sehr schön, seine Lieder. Können Sie stundenlang zuhören. Ja, kennen Sie den Ort Nerschau? Nerschau, bei Grimma liegt er. Da sind damals die Kessler-Zwillinge geboren. So ungefähr so 15 Jahre später ein junger Mann, der wollte eigentlich Lehrer werden. Das heißt, er war schon Lehrer und dann fiel er mir in die Hände und damit war es aus. Damit wurde er Sänger. Und ich freue mich darüber. Und wenn immer mal irgendwo eine Frau Schmidt besungen wird, dann von ihm, von unserem Ecki Göbel. Frag Frau Schmidt, die kennt sich aus. Sie weiß alles hier im Haus. Wer sich streitet und wer sich liebt. Und was es sonst noch gibt, Neues gibt. Die Frau Schmidt, die ist okay. Fast so clever wie McGrath. So wie sie kennt sich keine aus, bei uns hier im Haus. Nehmt euch die Zeit für ein wenig Gemütlichkeit. Nehmt euch die Zeit für ein paar fröhliche Lieder. Nehmt euch die Zeit für ein wenig Geborgenheit. Nehmt euch die Zeit, es ist wirklich Zeit. Nehmt euch die Zeit, Leute, heute ist es so weit. Nehmt euch die Zeit, keiner soll es bereuen. Nehmt euch Zeit, etwas Zeit für ein wenig Gemütlichkeit. Sorgen sind Sorgen, das heute ist das, was heute zählt. Einfach mal reden über alles und jeden, wie lange hat uns das gefehlt. Nehmt euch die Zeit für ein wenig Gemütlichkeit, nehmt euch die Zeit für ein paar fröhliche Lieder. Nehmt euch die Zeit für ein wenig Geborgenheit, nehmt euch die Zeit, es ist wirklich Zeit. Nehmt euch die Zeit, Leute, heute ist es so weit. Nehmt euch die Zeit, keiner soll es bereuen. Nehmt euch Zeit, etwas Zeit für ein wenig Gemütlichkeit. Lachen und schmunzeln, das macht keine Runzeln, kommt und einfach näher heran. Ihr seid meine Gäste und damit das Beste, was man sich wohl wünschen kann. Nehmt euch die Zeit für ein wenig Gemütlichkeit. Nehmt euch die Zeit für ein paar fröhliche Lieder. Nehmt euch die Zeit für ein wenig Geborgenheit. Nehmt euch die Zeit, es ist wirklich Zeit. Nehmt euch die Zeit, Leute, heute ist es so weit. Nehmt euch die Zeit. Danke und bleiben Sie gesund!
Meine Damen und Herren, wenn man sich einen Spitznamen hinüberretten kann aus der Teenagerzeit in die Erwachsenenzeit, dann ist das ganz toll. Sie ist und sie war für uns Kollegen immer Krümel. Sie ist für mich ein ganz großes Vorbild. Sie hat eine große Seele und ein ganz weites Herz. Michael Hansen hat ihr neue Titel geschrieben. Sie startet noch mal voll durch. Und was mir an ihr immer so sehr gefällt, sie war ganz stolz, Mami zu sein. Heute ist sie stolz, Omi zu sein. Und ich kann nur sagen, was wäre die Welt ohne sie? Ohne Julia Axen. Eine Welt ohne dich wäre keine Welt für mich. Wäre ein Leben ohne Sonnenschein. Eine Welt nur mit dir. Ja, das erträum ich mir. Dann bin ich im Leben nie mehr allein. Gut, wie das Leben an der Litfaßsäule steht und auch das Karussell sich immer wieder dreht. So lebt dein Leben. Bist du mal nicht drauf? Nimm's in Kauf. Nimm's einfach mal in Kauf. Und wie das Leben an der Litfaßsäule steht und auch das Karussell sich immer wieder dreht, so lebt dein Leben und erlebe jeden Tag. Auch wenn er dich nicht mag. Abgespannt und müde, Wetter ziemlich trübe, um dich rum schien alles still zu stehen. Auch der Schoppenwein, der schmeckt dir nicht allein. Komm, raff dich auf und stimm mit mir ein. Und wie das Leben an der Litfaßsäule steht und auch das Karussell sich immer wieder dreht, dein Leben und bist du nicht drauf, nimm's in Kauf, nimm's einfach in Kauf. Und wie das Leben an der Litfaßsäule steht und auch das Karussell sich immer wieder dreht, so lebt dein Leben, erlebe jeden Tag, auch wenn er dich nicht mag. Geht's dir mal nicht gut, verlier nicht gleich den Mut, Sorgen hast doch du nicht nur allein. Immer frisch gewagt, der Nacht folgt stets ein Tag und stimme dieses Motto mit mir jetzt ein. So wie das Leben an der Litfaßsäule steht und auch das Karussell sich immer wieder dreht, so lebt dein Leben und bist du mal nicht drauf. Nimm's in Kauf, nimm's einfach in Kauf. Und wie das Leben an der Litfaßsäule steht und auch das Karussell sich immer wieder dreht, so lebt dein Leben und erlebe jeden Tag. Dann wirst du sehen, dieser Tag dich mag, dann wirst du sehen, schön wird jeder Tag. Meine Damen und Herren, der Kollege, der jetzt hier rauskommt, dessen Name ist schon ein paar Mal gefallen. Als er noch jung war, da traute er sich nur in Begleitung von drei jungen, hübschen Damen auf die Bühne. Jetzt hat er sich emanzipiert, nur traut er sich auch alleine, hält sich an seiner Gitarre fest. Er ist ein unglaublich fleißiger Mann, er schreibt nicht nur für sich, er schreibt für viele Kollegen von uns. Hier ist Michael Hansen. Für dich und mich die schönste Wahrheit.
und so viel mehr. Inseln des Zeus, Heimat des Ikarus. Dein ewiges Lächeln machte mich schwerelos. Ja, das Maya, auf Wiedersehen. Noch ein Jahr, Mann, dann muss ich gehen. Ja, das Maya, doch ich geb mein Pfand. Ich komme wieder, bleib nicht lange fort. Nie sei Sterne so hell und so schön. Dich zu entdecken heißt Götter zu sehen. Dein Duft und dein Klang, alles lebt in mir. Die Erinnerung, das ist mein Souvenir. Ja, das Maya, auf Wiedersehen. Noch ein Jahr, Mann, dann muss ich gehen. Ja, das Maya, doch ich geb mein Wort. Ich komme wieder, bleib nicht lange fort. Dankeschön, Michael. Ja, die nächste Sängerin war so jahrelang in der Branche im Begriff. Und heute singt sie für uns, Hätte ich drei Wünsche frei. Friederike Doreen. Zu jedem Fest, da wird man gefragt, was man sich wünscht und was man so mag. Man macht Geschenke für sehr, sehr viel Geld und vergisst dabei, was eigentlich zählt. Hätte ich drei Wünsche frei, dann wünschte ich mir Frieden, Gesundheit und Liebe von Doreen. Der nächste Interpret, meine Damen und Herren, der hat nie
nur seine Stimmbänder eingesetzt, sondern seinen ganzen Körper. Wenn er auf der Bühne war, dann war Ballett. Er hat immer getanzt, er war unglaublich beweglich. In den letzten 5 Jahren hat er viel verschiedene Dinge probiert. Er hat sogar wieder angefangen zu studieren, aber Gott sei Dank hat er sich auf uns alle zurückbesonnen, auf uns verrückte Musikanten. Und er startet wieder voll durch. Hier ist er, Jörg Hindemith! Genau mit dir wohin? Doch bist du bei mir, spür ich immer noch nicht. Dann bist du fort und das Feuer erlischt. Süße Lockenmähne mit Katzenaugen voller Blut. Also kamst du in mein Leben hinein und eine Weile ging auch alles ganz gut. Plötzlich wolltest du mich nicht mehr sehen. Deine Angst im Regen steht und laufe alten Träumen nicht mehr hinterher. Lass mich an wie ein Sonnenstrahl, bin wie im Rausch, spüre Liebe total. Was hält dich? Flieg mit dir Wolken davon. Reife Frau und auch manchmal Kind, möchtest tanzen wild wie ein Blatt im Wind. Was hält dich? Flieg mit mir Wolken davon. Dein Telegramm kam heute, als Sehnsucht kommst auf diese Nacht. In Windeseile fahr ich zum Supermarkt, an deinen Lieblingswein hab ich gedacht. Du stehst mir gegenüber, ich glaub es kaum, du bist jetzt hier. Schmetterlinge flattern in meinem Bauch, vielleicht bleibt sie jetzt für immer bei mir. Plötzlich wolltest du mich nicht mehr sehen. Irgendwie fällt dir die Entscheidung so schwer, dass deine Angst im Regen steht und laufe alten Träumen nicht mehr hinterher. Lass mich an wie ein Sonnenstrahl, bin wie im Rausch, spüre Liebe total. Was hält dich? Blick mit mir auf Wolken davon. Reife Frau und auch manchmal Kind, möchtest tanzen wild wie ein Blatt im Wind. Was hält dich? Blick mit mir auf Wolken davon. Plötzlich wartest du mich nicht mehr sehen. Irgendwie fällt dir die Entscheidung so schwer, dass deine Angst im Regen steht. Schönen Dank, wir sehen uns. Macht's gut. Jörgi, danke schön, mein Jungs. So, meine lieben Freunde, und jetzt kommt ein Gesangsduo hier raus, ein Paar. Ich weiß nicht, wie oft wir hier auf dieser Bühne gestanden haben im Pressefest. Sie waren dann immer die Schlussnummer. Und immer zwischen Frühstück und Gänsebraten, wenn wir die ganze Nation in die Küche schickten, zum Kartoffeln aufsetzen,
Dann kamen die ganz schnell zurück, denn sie wussten ja, wer hinterher dran war zum Abschluss der Sendung. Und so haben wir heute Sommernacht und roter Wein. Und dann gibt's den Schlagermeisterschuss. Monika Hauf und Klaus-Dieter Henkler. Und jetzt, meine Damen und Herren, geht's los. Alle unterhakeln. Wir wollen nicht den schönsten Chor hören, aber den lautesten. Es geht los. Unser Meisterschuss! Los! Ein Jäger mit seinem Gewehr, der ging einst auf die Pirsch. Es hat mächtig geknallt, der Hirsch machte bald ne Lücke, er war ja nicht dumm. Ein Wildschwein, das alt war und noch im Wald war. Lieber, das war ein Meisterschuss, wenn man noch sagen muss, bei aller Jägerei ein bisschen Glück. Immer dabei, das war ein Meisterschuss, wenn man noch sagen muss, bei aller Jägerei ein bisschen Glück ist dabei. Der Jäger mit seinem Gewehr, der kam im Wirtshaus an. Die Wirtin bewunderte sehr das Wildschwein und den Mann. Denn er war ja so stolz und zierlich aus Holz, die üppige blühende Frau. Er ging nicht heimwärts, er blickt auf sein Herz. Genau, das war ein Meisterschuss, wenn man noch sagen muss, bei aller Jägerei ein bisschen Glück ist immer dabei. Das war ein Meisterschuss, wenn man noch sagen muss, bei aller Jägerei ein bisschen Glück ist dabei. Mit seinem Gewehr geht nicht mehr auf die Pirsch. Es interessiert ihn nicht mehr das Wildschwein und der Hirsch. Er ist immer als fast im Wirtshaus zu Gast. Die Wirtin scheint glücklich zu sein. Und jetzt kommt für mich ein Freund, unser Fred Froberg.
letzten Schatten vergehen. Schau die Menschen des Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Ja, im Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Oh, Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Der Abend Frieden beginnt. Schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra im Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. Und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Oh, Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Oh, Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra. Dankeschön. Sie sind lieb wie immer. Meine Damen und Herren, die nächste Sängerin mag Chanson und Schlager. Und damit begeisterte sie vor Jahren ihr Publikum. Und jetzt sind da einige Jahre vorbei und wie das Leben so spielt, wurde es auch um sie so ein bisschen ruhiger. Aber sie ist wieder da und so, wie sie ihre Fans mögen und lieben. Eine Könnerin voller Charme. Sie sieht blendend aus. Herzlich willkommen, Gypsy! Abendflüge, die brennende Stadt. Fenster leuchten, Laternen glänzen matt. Schilder und Leuchtreklamen im Vorübergehen. Fremde Worte, die wir nicht verstehen. Abendbummel froh und unbeschwert. Diese Stadt war eine Weitreise wert. Komm, lass uns tanzen gehen und bei rotem Wein. Halte deine Türen offen
uns die Freunde sind. Kannst nicht warten auf die Dauer, dass er nächstens wiederkehrt. Heute kennst du dich genauer und mehr als drei Tage Trauer ist der Mann nicht wert. Leg den Trauermantel nieder, Kummer macht uns früher alt. Trag die bunten Kleider wieder, höre ein paar Liebeslieder und vergiss ihn bald. Freunde mit den Kinderaugen, die so viel gesehen haben. Freunde mit den dunklen Zöpfen, du bist heute zu still. Freunde nur auf 5 Minuten, spring nicht auf vom Tee zu machen, weil ich mit dir reden will. Was macht dich so tief betroffen und für alles andere blind? Warum willst du nicht mehr hoffen? Halte deine Türen offen, uns die Freunde sind. Kannst nicht warten auf die Dauer, dass er nächstens wiederkehrt. Heute kennst du dich genauer und mehr als 3 Tage Trauer ist der Mann nicht wert. Leg den Trauermantel nieder, Kummer macht uns früher alt. Trag die bunten Kleider wieder, höre ein paar Liebeslieder und vergiss ihn bald. La 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 la. Trag die bunten Kleider wieder, höre ein paar Liebeslieder und vergiss ihn bald. La 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 la. Trag die bunten Kleider wieder, höre ein paar Liebeslieder und vergiss ihn. Meine Damen und Herren, hier ist Roland Neulert. Guten Tag, guten Tag, schönes Kind. Es ist gut, wenn der Tag so beginnt, dass ich dich sehe vor deinem Haus. Denn wie der Frühling siehst du aus. Nimm mich mit, schönes Kind. Ganz egal, wo wir sind. Dieser Tag ist so schön. Und himmelweit so ein Traumgefühl.
es tut so gut, absolut von Zwängen befreit. Das gibt's nur einmal, das wird nie wieder so sein, dass wir in einer Nacht tausendfach den Himmel berühren. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder, dass wir so Hand in Hand und Herz an Herz die Ewigkeit spüren. Sowas gibt's nicht nochmal, das ist Glück total. Das war Roland Neudert, meine Damen und Herren. Und die nächste Sängerin hat sich in kürzester Zeit mit ihrer sympathischen Ausstrahlung, mit ihrer gewinnenden Art in die Herzen des Publikums gesungen. Diese sehr angenehme Kollegin moderiert übrigens seit einigen Jahren bei Antenne Brandenburg. Und hier ist sie, Ingrid Drack. Yeah.
Jetzt, mein lieber Heinz, geht's in unserem Programm aber hart auf hart. Oh ja. Und wie, denn einer der größten Hits in den ganzen 36 Jahren der Schlagerrevue wurde nämlich von einem Kabarettisten gesungen und getextet. Ja, wir haben mal gesagt, Kabarettisten sollen nicht über Schlager meckern, sie sollen nicht mal selber was einfallen lassen. Ja, und er sagt auch, dass seine Texte nicht fürs Kämmerlein, nicht fürs Streichquartett und nicht für Klarinetten sind. Also nicht die große Kunst, sondern Kleinkunst, die es aber so richtig in sich hat. Ja, wenn ich auch nie ein Freund vom Marschieren war, diese Musik zwingt einen dazu. Drei, vier, jetzt geht's los mit Jürgen Hart. Sing mal, Sachse, sing! Der Sachse liebt das Reisen sehr, nimmt nicht das im Knochen. Drum fährt er gerne hin und her in seinen drei Urlaubswochen. Bis nunter nach Bulgarien tut er die Welt beschnarchen. Sind der Koffer noch so schwer und sind zu voll die Tücher. Und ist es Essen nicht weit her, das kennt er zu genüge. Der Sachse tut nicht knietschen, der Sachse singt ein Liedchen. Sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending. Und unsere Tüchtes Glück und ein Zauber der Musik. Und das kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich auch nur glücklich, zufrieden, ruhig und glücklich. Der Sachse liebt es seinen Sound und tun wo Geigen rollen, ob oben Haus, ob Untergrund, ich halt, das muss er hören. Und schluchzt der Geigenbogen, dann kriegt der Vernichtung. Der Sachse schmilzt ein leicht dahin auf des Gesanges Fliegen. Doch jede Träne tropft vom Kinn, da weiß er selbst zu ziecheln. Der Sachse tut nicht weinen, der Sachse stimmt mit ein. Na, sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending. Und ohren dich, tschüss, Glück. Und ein Zauber der Musik. Schon das kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich augenblicklich zufrieden, ruhig und glücklich. Der Sachse ist der Welt bekannt als braver Erdenbärcher. Und fährt er ringsum durch das Land, da macht er keine Lärcher. Da braucht er seine Ruhe und ausgelatschte Schuhe. Doch kommt der Sachse nach Berlin, dort können sie ihn nicht leiden. Da wollen sie eine drüber ziehen, da wollen sie mit ihm streiten. Und tut man noch verscheißern, sein Liedchen singt der Eiserne war. Sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending. Zauber der Musik. Schon es kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich augenblicklich zufrieden, ruhig und glücklich. Drei, vier, sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending. Dankeschön. Danke, Jürgen. Sing, weil Sachse singt.
Es hat sich einst ein Thomaner aufgemacht, um die Welt zu erobern, die Welt künstlerisch zu erobern. Das ist ihm bestens gelungen und es ist ihm nicht nur gelungen, aus Japan erste Preise mitzubringen. Wir freuen uns sehr, dass er heute mit dabei ist. Hans-Jürgen Bayer. Hans-Jürgen Bayer. Dankeschön. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine zierliche, temperamentvolle Powerfrau, die ganz genau weiß, was sie will. Ihr Leben ist zweifellos die Musik. Und jetzt geht hier die Post ab. Herzlich willkommen, Kerstin Rotscher. Nie mehr so süß.
für eine tolle junge Frau, Kerstin Rotscher. Wir drei haben hier hinten gesagt, wir sind so stolz, wie viel Farben wir in der Lage sind, Ihnen hier heute zu bieten. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, die sind alle bei uns gewachsen. Ist das nicht eine tolle Darbietung? Ich denke mal, das Lied, das sich bei uns allen eingeprägt hat für den nächsten Interpreten war, dreh dich nicht mehr um. Aber eigentlich mögen wir ihn ja viel lieber so, wie er als Mensch ist, nämlich heiter, locker, lustig, wenn er sich pfeifend nach jungen Mädchen umschaut. Und so war ja auch sein Lied. Bis zum Horizont ist alles blond. Dann hoffen wir, dass lange sein Horizont noch blond bleibt. Hier ist Peter Albert. Alles erst an. Rosemarie Armee! Thank you.
Danke dir. Vor vielen, vielen Jahren, meine Damen und Herren, ich glaube, es sind mehr als 30, kam ein junger Mann in unser kleines Land und blieb. Er fand hier nicht nur seine große Liebe, er fand auch unmenschlich viel Publikum und er fand viele Freunde. Er war mit Heinz Quermann auf Tournee, er war eigentlich mit uns allen viele Jahre unterwegs in allen Städten dieses kleinen Landes. Hier ist er, mein dickster Freund, James William Bulley! Pennsylvania, Pennsylvania, Pennsylvania ist frei. Hey-oh, hey-oh, die Leis kann ich mal wohl. Daylight's coming, wanna go home. A beautiful bunch of ripe banana. War sie das erste Mal hier bei uns im Fernsehen und im Rundfunk zu erleben. Und ich habe mir ihretwegen extra einen Panama-Hut gekauft. Na, das muss ja sehr ulkig aussehen. Du, Peter, der hat ja auch für Heinz extra ihr Nichtraucherlied gesungen. Ja. Rauchen im Wald ist verboten. Ach so. Auch das zweite Lied singt sie für mich. Edge, ich habe ein Herz voll Liebe. Ach, da strahlt unser Dickerchen wieder, Sitte. Sie ist extra für ihre Fans heute aus Stockholm angereist. Herzlich willkommen, Nina Liesel. Jawohl. Thank you.
Auf unseren nächsten Gast freue ich mich sehr, denn wir waren gemeinsam auf Tour und er ist nicht nur ja, ein echter Galastar, sondern auch ein toller Kollege. Sie erinnern sich, er startete seine Karriere mit dem Titel Gartenparty, tourte mit eigener Band durch die Lande. Heute ist er hier in Schwarzenberg. Da kann ich nur noch sagen, verdammt! Hier ist Wolfgang Ziegler. Und wie nah ist zu nah.
Danke. Ja, er schwärmte schon bei vielen Frauentagsfeiern für mehr blaue Augen. Ach, er hat sogar Sächsisch gelernt, als mal ein weiblicher Fan hinter ihm herlief und sagte, mein Tiger, du. Ja, und seine Partnerin, die besingt das schöne Dalmatien, nachdem sie Heinz gefragt hat, wie du dich fühlst. Na, fantastisch, natürlich. Ist das ein Wunder bei dem Wiedersehen und Wiederhören heute hier? Mit Ivica Schafesi. Und Ljubka Dimitrovska.
Dankeschön, Jupka. Dankeschön, Ibiza. Ach ja. So, und nun habe ich noch 3 Wünsche frei. Was, schon wieder? Na, immer noch. Ich sag ja, Glück muss man haben. Eines schönen Tages kam an, Bause wieder mal zu mir mit einer Kassette. Sagen, Erna kommt. Und ich freue mich ganz besonders, nicht nur weil Erna kommt, sondern weil Lippi kommt. Mit Erna kommt. Herzlich willkommen, Wolfgang Lippert. Sagt mir ganz kurz euren Namen, alle mal einmal. Ich möchte euch gerne kennenlernen. Ich sage jetzt und ihr sagt alle euren Namen, okay? Sekunde. Jetzt! Siehste, jetzt kenne ich euch alle. Schön! Ihr seht gut aus von hier. Guten Tag. Ich mach weiter so. Versprochen. Dankeschön. Sind nicht bestellt übrigens die beiden Personen. Schönen Dank. Keine Verwandtschaft, nicht bestellt. Okay, vielen Dank. Alle mal die Arme hoch. Ist euch kalt, nö, ne? Gut, gut. Wir legen jetzt mal ein bisschen los. Los, lass mal krachen jetzt hier. Ich denke, ich zieh mir am besten meine Jacke aus. Da war mir. Liebe Gäste, man kann es nicht glauben, aber wir kommen jetzt zum Finale unserer großen Schlager-Revue-Gala hier in Schwarzenberg. Ja. Über 40 Künstler sind angereist, meine Damen und Herren, um einem Mann, nämlich unserem Heinz, Dankeschön zu sagen. Liebe Gäste, komm hier sofort her und küss mich bitte. Petra. Weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Dankeschön sagen. Dieses Publikum hier in Schwarzenberg. Wahnsinn! Da. Dankeschön! Dankeschön! Da kann man zu Recht sagen, Arzgebirg, wie bist du schief? Jawohl!
Lieber Heinz, ich glaube, dass so ein Abschied ganz, ganz lange dauern kann. Du sagst es, liebe Dagi, das kann manchmal Jahre dauern, aber zumindest Monate. Ja, und deshalb singen wir jetzt Feierabend und auf Wiedersehen. Und deshalb tschüss und winke, winke, wie immer, tschüss. Ihr oder euer Heinz der Quermann. Tschüssi!